Komm schon, du weißt, du hast noch Gefühl für mich. Weißt du, unser erstes Date? Unsere gemeinsame Nacht. Wir schauten uns in unsere Augen, ich packte meine Hand unter deinen Rock und kitzelte. Ich meine, klar, du warst dabei, mich aus dem Fenster zu schmeißen, aber ich habe wirklich eine Verbindung gespürt, als ich auf den Boden fiel und meinen Arm brach. Kevin, jagst du immer noch Scarlett hinterher? Ihr zwei seid getrennt seit Mitte des Junior Years. Glaub mir, August, sie spielt einfach nur schwer zu kriegen. Nein, du spielst schwer wegzukriegen. Schau, früher oder später wird sie aufgeben und mir ihre wahren Gefühle offenbaren. Es ist nur eine Frage der Zeit. Kevin, sogar Zeit denkt, du hast keine Chance bei ihr. Vielleicht, wenn du das Ganze weniger wie ein perverser Arsch machst und mehr wie ein Gentleman. Und nicht diese Art von Gentleman, die nur tanzt und jeden Knopf vom Fahrstuhl drückt wie ein echter Gentleman, könnte sie die Sache überdenken. Komm schon, August, geh mit dem Programm. Guckst du keine Shows auf MTV? Heiße Mädchen stehen immer auf komplette Arschlöcher. Ich verstehe es zwar nicht, aber andererseits hinterfrage ich es auch nicht. Nun, vielleicht solltest du. Warum? Ich erziele tolle Ergebnisse. Was tust du gerade? Ich texte nur Scarlett. Siehst du?